Ich finde einfach das Leben extrem spannend, morgens von so einem Platz zu fahren und die Wahl zu haben, rechts oder links zu fahren. Ich lebe im VW-Bus und bin unterwegs. Wenn ich fahre morgens, dann mache ich die Haare auf. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Ich trinke ausgesprochen ungern Wasser. Was man ein Jahr nicht in der Hand gehabt hat, das brauchst du dann wahrscheinlich auch nie in deinem Leben. Und das macht Sinn. Ist auch sehr beziehungsstörend. Moin, ihr Schnuppis. Ich möchte euch heute Peter vorstellen. Peter ist eine richtig coole Socke, denn Peter ist Mitte 70. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Ich werde ihn gleich fragen. Und er lebt seit vielen Jahren in seinem Bus, in seinem Van. Wie es dazu kam und was das eigentlich alles soll, was er macht den ganzen Tag und was ist eigentlich seine Geschichte, das wird er uns gleich erzählen. Ich gehe da jetzt rüber, da drüben steht er und ich bin jetzt schon gespannt. Bleibt dran, kommt mit und viel Spaß dabei. Wollen wir dir mal unseren Bus zeigen? Wollen wir mal gucken. In seinem vorherigen Leben oder in seinem früheren Leben war das ein T5 California, ausgebaut mit einem Hochdach, mit einem Gasherd. Das hat man noch hier drin, was auch nicht mehr drin ist, mit einer Rückbank, genau. In der Zwischenzeit sind all die Dinge, sind viele Dinge kaputt. Man muss mal wissen, diese ganzen Schränke sind alle auf. Die hatten früher so Lamellentüren. Und dann habe ich gedacht, ich lasse das jetzt offen. Das ist alles gut. Man kann sehen, was ich alles habe. Die zweite Tür ist defekt hier. Die muss ich dann so verschieben, dass die Schublade nicht rauskommt. Ja, und seit einem paar Monaten haben Freunde mir ein anderes Bett gebaut. Also hier gab es die Rückbank. Dann ließ ich die Rückbank nicht mehr aufklappen. Und jetzt habe ich hier, Seite zu schieben, einen kleinen Bettkasten. Mit all den Leckereien, die man so hat, ne? Unter anderem meine CDs musste ich ja da 150 CDs verstecken. Mein Waschzeug, so was man so übrig hat, CD-Player habe ich da noch. Und die guten Flaschen Wein, die sind hier auch die, von der wir heute Abend eine leer machen. Genau. Das ist sehr schön, weil ich da eben meine Sachen gut unterbringe. Und ich mache im Grunde die Schlafsachen hier hinten weg. Mhm. Und habe dann diese ganze Fläche zur Verfügung. Und 60 cm zum Schlafen ist gut, wenn es nicht den Hund gäbe. Ja? Der nimmt aber alleine schon 40 cm mit seinen Beinen ein. Der kann halt überall pennen. Wenn ich dann so im Tiefschlaf bin, dann kommt sie unter der Bettdecke durch und dann putsch, ist sie da. Ne? Und was ist, wenn du mal Besuch bekommst? Ist das ausbaufähig, das Bett? Leider nein. Dann muss es so gehen wahrscheinlich. Aufeinander. Sollte ich tatsächlich Besuch bekommen, ne, dann gibt es ja auch noch eine Bodenliegefläche oder so. Ja. Ne? Aber nein, ich habe keine andere Möglichkeit. Es gibt einen Kühlschrank. Also es gibt noch ein paar schöne Sachen, die VW nur hat. Da ist der Kühlschrank. Der ist tatsächlich noch original, so sieht er jetzt auch aus. Ne? Also 17 Jahre alt, ein Original da drin. Und das hier ist eins dieser VW-schönen Sachen. Ein bisschen umständlich, aber ich benutze dran. Das ist tatsächlich dieser Tisch. Und das passt ganz genau vorbei. Huch. So, ne? Also man sitzt schon immer drunter, aber man kann halt eben wirklich noch an diesem Tisch sitzen. Und der andere Tisch, den VW hat, der sitzt in dieser Seitentür hier drin. Also es gibt noch, das weiß ich nicht, ich musste jetzt mal vielleicht hier in die Ecke und ich klappe ihn mal ein bisschen raus. Und dann kann man sehen, dass es da einen Seitentisch gibt. Das ist schon eine schöne Geschichte. Also das ist der Tisch für draußen. Ne? Also der ist hier drin. Mhm. Also der ist da drin der und ist in kommt der Tür da drin. Ah, ja, ja. Und den kannst du dann rausnehmen. Ich muss nur hier raus, weil sonst komme ich hier nicht vorbei. Mhm. Hier unten gibt es so eine Schiene mit so einem Loch und da muss man genau reinsetzen. Dann sitzt der Tisch fest. Mhm. Ansonsten geht er mal klack, 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 klack. Hier drunter war der Herd. Da sind die Brennkammern. Dann irgendwann waren die kaputt. Hilde, du bleibst jetzt mal sitzen. Ne? Du brauchst jetzt nicht den anderen Hund visieren hier. Hilde visiert gerade deinen Hund. Und die startet gleich durch. Ich sehe das schon. Komischerweise hat sie immer irgendwas, wenn er geht. Soll er nicht gehen, Hilde? Ist gut, Hilde. Alles gut. Komm her. Ist doch gut jetzt. Alles gut. Ja, die beschützt, ja. Das ist hier, ne? So ein bisschen Zeit und wir fahren langsam und wir gucken uns die Gegend an. Und wenn der mit deinem Hund ist, aber Hilde sitzt dann tatsächlich da und guckt raus. Und da ist immer den Eindruck, sie geht da auch die Dinge mit. Wenn da so ein Hund an der Straße vorbeiläuft oder eine Katze, dann geht der Blick auch hinterher, dass man einfach wirklich weiß, du kriegst was mit. Ne? Wie kochst du denn?
Also ich habe so ein rein theoretisches Ding, habe es aber faktisch nie benutzt. Wenn ich Strom habe, benutze ich ein Induktionsherd. Na, dazu brauche ich dann den Außenstrom. Also ich habe hier so einen Umwandler, damit kann ich nahezu alles machen, was ich brauche. Dann mache ich mir einen Topf Suppe und davon lebe ich dann 3-4 Tage. Ich trinke die, esse die Suppe auch kalt, also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Also das ist alles hier so ein bisschen zweckmäßig eingeräumt. Na, meine Zewa-Rollen da drunter, hier hat mir mal jemand einen Kasten gebaut, den kann ich auch mal rausholen. Der ist ganz schön. Da habe ich meine Gewürze drin, Filterkaffee, Haferflocken. Ich trinke ausgesprochen ungern Wasser. Da mache ich mir oft mal so ein, wenn ich keinen Saft machen kann, dann mache ich mir oft mal so eine Tablette da rein. An der anderen Seite ist dieser Wasserkocher, den ich benutzen kann. Ich habe ein Smoothie-Gerät. Hilde, warte mal, ich mache dich los, ja, wenn du da vorne bleibst. Und ich mache mir gerne einen Saft mit Orangen und Äpfeln. Hilde! Also jetzt ist sie zufrieden, jetzt kommt sie wieder auf ihren Sitz. Weil sie sagt, jetzt reicht's mir. Das ist ja völlig verrückt, oder? Ich habe eine Pfanne, einen Topf, das ist alles, was ich habe. Du kannst noch ein paar Eier machen oder so, ne? Ich habe eine Freundin, die hat eine Schwester, die bei Ricola arbeitet. Yeah. Und von der kriege ich immer jedes Jahr ein Kartönchen mit leckeren Sachen. Es gibt schon viele Leute, die einem einfach Sachen schenken. Ich habe einen Teller und ich habe eine Schale, eine Herzschale und ich habe ein paar Tassen. Als ich am Anfang losgefahren bin, vor 5 Jahren, da war der ganze Bus, der hier war, mit den ganzen Sachen, die da hinten stehen, das war rappelvoll. So, und nach einem Jahr habe ich gedacht, ich brauche das alles nicht mehr. Wenn man ein Jahr nicht in der Hand gehabt hat, das brauchst du dann wahrscheinlich auch nie in deinem Leben. Dieser Umwandler, den hat mir ein Freund eingebaut. Das ist wirklich, das empfinde ich als so eins der besten Sachen, die ich auch in den 5 Jahren so dazugekriegt habe. Das Gerät hat so viel Energie über das Fahren, dass ich im Grunde alles das, was ich dann abends machen muss, damit machen kann. Ich besitze ein Handy, also in der Zwischenzeit besitze ich ja tatsächlich 2 Handys und ich schreibe alles, was ich schreibe, über Handy. Hm. Ich habe tatsächlich kein Laptop, gar nichts, also kein Fernseher. Ich habe ein Radio, nochmal, ne? Radio, wo ich meine, wenn ich mal irgendwann Strom habe, wo ich Kassetten drauf spielen kann oder so. Voll, das ist ein halber Liter, ne? Da kann ich meinen halben Liter Kaffee Wasser machen, den kann ich halt über diesen Umwandler benutzen. Ich trinke aber einen Schluck Wein. Möchtest du auch rein? Ja. Ja, dann gebe ich dir jetzt mal einen Schluck. Ein guter Rotwein aus der Pfalz. Ja, Prost. Auf deins. Auf deins. Also das ist schon sehr oldschool, nennt man das heutzutage. Ich hole mir so 8 CDs raus, aus dem Stapel, dann lege ich die beim Fahren, habe ich die in der Seitentür drin und lege mir Musik auf. Ich war alleinerziehender Papa. Als wir den gemeinsamen Haushalt aufgelöst haben, haben meine beiden Kinder ihre Kinderzimmer, die Küche und was auch immer mitgenommen. Dann die letzten Jahre bei meiner Frau gewohnt, die hatte alles. Und ich habe lediglich Bücher ganz viele gehabt. Und eben viele CDs, also ich glaube, ich habe 500, 600 CDs gehabt. 200 Bücher habe ich, die ich jetzt in den nächsten 15 Jahren lesen muss, sofern Gott mir so lange Leben gibt. Also ich habe ja ein Buch rausgebracht, kann dir das mal zeigen? Das ist der erste Band der Geschichten. Also ich schreibe fast jeden Tag schreibe ich kleine Geschichten über den Tag mit vielen Bildern dabei. Ich drehe mal rum. Ja. Das ist das Lese- und Sonnenexemplar, das sieht dann entsprechend aus. Mit Freunden zusammen haben wir dann den ersten Band hier rausgebracht und ich habe davon 500 Bücher drucken lassen und die Hälfte habe ich in der Zwischenzeit verkauft. Und wir gehen vielleicht positiv in der Annahme, dass wir zum Ende des Jahres Band 2 herausbringen. Es ist wirklich schön gemacht. Wir haben große Schrift genommen, damit es auch für die Leute leicht lesbar ist. Da unten ist die Hilde auf jeder Seite zu sehen. Wir haben ein Fototeil mit ganz hervorragend aufgearbeiteten Fotos. Ja, da ist bei Hilde zum Beispiel. Da ist es. Ne? Viele Bilder aus Skandinavien. Und irgendwo gibt es ein Bild von mir. Da hatte ich noch braune Haare. Das ist jetzt vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren gemacht worden. Nordnorwegen ist so tatsächlich meine Ecke. Ne? Gerne lebe. Das ist unser Buch. Ich habe in Braunschweig eine Versandadresse oder eine Versandstelle. Die Freundin eines meiner Patchwork-Kinder, also ich habe zwei eigene und 2 Patchwork-Kinder aus der letzten Beziehung, die macht den Versand. Das kann man nur bei mir bestellen. Also entweder verkaufe ich es
wenn ich irgendwo stehe und treffe Leute oder sie schicken mir halt eine Mail und erzählen mir ein bisschen was. Und dann hast du so einen persönlichen Bezug zu den Menschen. Also ich finde das toll. Ich mache Lesungen, wozu ich leider nicht komme im Moment. Also da ist leider diese besonderen Zeiten, sage ich immer dazu. Die haben mir da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Also am Anfang habe ich auf Einladungen von Leuten halt in einem Weinkeller gelesen, in einem Altenheim. Immer in kleinem Kreis, also höchstens mal so ein Dutzend Personen bei einer Weinprobe habe ich mal gelesen. Das war ganz witzig. Immer so zwischen dem Nippen habe ich einen ganzen Abend gelesen, bis alle ziemlich fröhlich waren. Apropos Wein, ja, ich muss mir da was einschenken. Genau. Ja, so ein kleines Glas gibt ja nicht allzu viel her. So, also jetzt können wir. Prost. So, auf dich. Auf dich. Das Buch hier, du musst nicht rum die Ecke spielen. Ja, und wer jetzt das Buch jetzt haben möchte, der findet das wahrscheinlich in der Beschreibung hier, in dem Video, auf deiner Webseite oder auf Amazon, sagst du, ne? Auf Amazon kannst du das unter 365 Spaziergänge mit Hilde als E-Book kaufen. Also meine Mailadresse steht auf meiner Facebook-Seite, auf Instagram oder... Oder hier im Video. Du wirst das im Video sicherlich veröffentlichen. Mhm. Wenn ich fahre morgens, dann mache ich die Haare auf. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Geh weg! Jetzt machen wir mal die Heckklappe auf. Hilde, bleib da. Nein, geh auf deinen Platz. Also so sieht das hinten aus. Aufgeräumt, sortiert. Ja. Genau, ich habe hab zwei von diesen Kisten aussortiert dieses Jahr, weil ich dachte, ich brauche gar nicht so viel. Das ist mein Kleiderschrank. Die Pullover, ich habe hier oben noch mal so eine Klappe drin. Also das hier ist so eine Klappe. Da habe ich meine Pullover noch drin. Und eine warme Jacke für den Winter oder so. Oder falls es mal, ne? Das ist mein Gerät für Schlafapnoe. Ich habe eine Schlafapnoe. Das heißt, ich habe so Atemaussetzer nachts. Das zieht die Luft von innen ab und bläst mir das in die Nase rein. Und ich schlafe dann halt immer mit geschlossenem Mund. Hier ist mein Kabelzeug. Da unten gibt es noch eine Kiste mit Lebensmitteln. Das ist hier mein Gemüseschrank. Kennst du das? Ein Teppichklopfer. Ich habe einen Teppichklopfer. Den fahre ich tatsächlich, glaube ich, seit meiner Kindheit. Mit solchen Dingen hat meine Mama mal mir den Hintern versohlt vor 65 Jahren. So, deswegen fahre ich das aber nicht rum. Ich habe einen Teppich drin und damit klopfe ich das aus. Und das macht Sinn. Das ist VW Spezial. Ah. VW hat zwei Klappstühle in der Heckklappe. Das ist schon geil, ne? Cool, ja. Das ist wirklich eine coole Sache. Dann nehmen wir die Stühle auch gleich raus. So sehen die dann aus. Hilde, du bleibst da. Früher gab es hier einen richtigen Reißverschluss. Der ist jetzt kaputt. Hast du eine Dusche bei? Oder? Natürlich, klar, ja, wie immer. Nein. Nein, ich habe keine Dusche dabei. Aber ich habe ein paar nette Aufkleber. Ja. Das zum Beispiel, ja, waschen. Waschen ist... Hilde, da warmes Wasser rein und da reicht im Grunde ein Liter warmes Wasser. Das muss man sich ja mal so auf der Zunge zergehen lassen, was man so an Duschzeug verbraucht. Ne? Ein Liter warmes Wasser reicht mir aus, dass ich mich mit einem Waschlappen den ganzen Körper waschen kann. Und ein Liter brauche ich etwa nochmal zum Haare waschen, sowas fürs Auswaschen. Meine täglichen Utensilien habe ich in so einer kleinen Kiste. Ne? Da ist eine Zahnbürste drin, da ist eine Zahnbürste drin, Zahnputzmittel, eine geschenkte rosa Bürste, weil meine habe ich verloren. Und einer dieser Friesendinger, ne? Ich finde die immer schön. So, das ist hier so ein bisschen das Sammelsurium-Zeug. Ich trinke ab und zu mal gerne eine frische Cola, da ist noch Hundefutter. Ich kriege ständig irgendwie Hundefutter geschenkt. Oh. Lecker Rinderohren. Jetzt mein Hilde sappert schon richtig rum. Siehst du, wie sie weiß genau, was in ihrer Kiste ist. Das sind aus, ich weiß nicht, 50 Jahren gesammelte Fotos aus meinem Leben. Das ist übrigens Portugal vorne drauf. Kannst du das erkennen? Ja, könnte man so erkennen. Ne? Also da habe ich alle meine Fotos drin, die ich mir überall raussortiert habe aus den Fotoalben. Meine Kinder haben dann die Fotoalben gehalten und ich habe mir einen Stapel Fotos und manchmal sitze ich da und gucke mir alte Fotos an. Falls jetzt das andere Problem, dass ich keine Toilette besitze, trotzdem aber autark bin. Ich gehe nicht auf den gleichen Eimer, in dem ich mich spüle. Also in dem ich spüle, auf den gehe ich nicht rein. Aber ich habe so einen blauen Eimer. Und da schmeiße ich das Zeug in den Restmüll und ich habe...
so ein 5-Liter-Fass, in das ich pinkele. Und das, da ich keine Chemie benutze, kann ich das einfach in Gulli schütten. Also ich habe 12 Liter Wasser, damit komme ich eigentlich so 3 Tage hin. In Deutschland ist das alles kein Problem. Im Ausland gehe ich oft zu einer Tankstelle und bitte um frisches Wasser. So sieht das hier aus. Seit wann genau lebst du nochmal im Bus? Seit dem 27. Juni 2016. Vor einer Woche habe ich mein 5-jähriges gefeiert. Gab es damals einen ausschlaggebenden Punkt, also ein Ereignis, wo du sagst, okay, jetzt ziehe ich in meinen Bus, jetzt ziehe ich los, ich habe keinen Bock mehr auf Gesellschaft? Das ist eine längere Geschichte. Ich komme aus der alten Zeit, ich komme aus der Hippie-Zeit, das hat mein Leben geprägt. Also ich habe wirklich so 2 Daten, die ziehen sich durch mein ganzes Leben. Die schreibe ich mir jedes Jahr in meinen Kalender ein und trinke mir noch mal ein Gläschen Wein, so in Erinnerung daran. Vom 21. September 1978 bin ich losgefahren bis zum 18. Dezember 1982. So lange war ich unterwegs. Bin durch Europa getrampt, bin durch Deutschland gewandert, hab gejobbt auf der Weinlese, wo auch immer. Schöne Zeiten gehabt, aber auch schwierige Zeiten. Also war nicht immer alles so einfach. Und ich habe auf einer Weinlese meine Frau kennengelernt, geheiratet, geschieden, so der übliche Gang des normalen Bürgers in diesem Lande. So. Und es war immer klar, wenn die Kinder erwachsen sind, dann will ich los. So. Und dann habe ich als Sozialarbeiter 30 Jahre nochmal gearbeitet, habe auch viel Spaß gemacht. Aber es war dann klar, ich gehe ganz normal in Rente und ich fahre dann los. Und ich habe auf jeden Fall 9 Jahre, bevor ich in Rente gegangen bin, eine Frau kennengelernt und lieben gelernt. Und wir haben zusammen gelebt. Im Nachhinein weiß ich, und ab 2012 habe ich mir die Haare wachsen lassen. Ich habe einen Zoff mit meinem letzten Geschäftsführer gehabt, dass ich dem mal ganz klar sagen wollte, hier, pass auf, ist mir egal, was du machst, ne? Du kannst mich mal am Arsch lecken. Entschuldigung, das schneidest du jetzt raus. Ne? Du kannst mich mal und du kannst mich nicht verletzen. Das ist das, was ich, ne? Ich im Grunde dachte, ich sage im Grunde, egal was du machst, du kannst mich verletzen, du verletzt mich, aber ich lasse nicht zu, dass du mich verletzt. Das ist auch ein Lebensmotto, so für sich habe. Naja, und das war dann so und ich habe gedacht, ich mache das deswegen. Und im Nachhinein, da war ich aber schon unterwegs, ist mir klar geworden, dass ich im Grunde mich auch von meiner Freundin abgegrenzt habe, ne? Die das mit den langen Haaren überhaupt nicht gut fand, ne? Die das aber auch nicht so verstanden hat. Ich verlasse diese normalen Pfade, auf denen ich unterwegs gewesen bin, diese normalen bürgerlichen Pfade, und gehe im Grunde ein anderes Leben. Und dazu war es für mich unbedingt notwendig, dass mir die Haare abwachsen lassen. Das war so ein äußeres Zeichen dafür, da verändert sich etwas in meinem Leben. Da hinten turteln 2 Vögel, die fliegen immer auf und nieder und spielen miteinander. Das ist ganz witzig. Jetzt sind sie weg, jetzt sind sie schüchtern, jetzt haben sie sich versteckt. Dann war ich wieder 2 Wochen da, dann bin ich wieder gereist. Und nach 5 Monaten ist mir klar geworden, dass so geht das nicht. Ne? Ich will mich trennen. Ne? Ich will mich trennen. Ich habe so einen Druck gehabt, dass ich unterwegs leben wollte, dass ich draußen leben wollte. Das hat sich dann im Laufe der Zeit entwickelt, dass ich zum Beispiel ganz schlecht in Häusern noch leben kann. Dann haben wir uns getrennt, sind Freunde geblieben und ich bin dann im Grunde im November 2016 mehr oder weniger ganz in den Bus gezogen. Heute hier, morgen dort. Bin kaum da, muss ich fort. Ja, nee, das ist nicht so. Also es ist nicht so, dass ich im Grunde impliziert das Lied ja, dass du weg musst. Dass du weg musst aus einem Ort, ne? Dass du nicht bleiben kannst, weil du weg musst. Das geht mir nicht so. Ich muss nicht weg. Ich finde einfach das Leben extrem spannend, morgens von so einem Platz zu fahren und die Wahl zu haben, rechts oder links zu fahren. Und rechts oder links entscheidet einfach über den Tag dann. Ne? Und das ist völlig ungeplant. Ich gucke auch erst immer nachmittags so um 4 rum, gucke ich mal, wo kann ich denn jetzt schlafen. Habe ja eine kleine Rente, die ich gut verbraten kann. Insofern gehe ich schon immer mal auf feste Plätze. Das ist einfach eine Entscheidung fürs Leben. So wie man sich entscheidet zu heiraten oder Kinder zu bekommen oder eine Ausbildung zu machen. So habe ich mich entschieden, auf die Straße zu gehen und zu reisen. Seit ich unterwegs bin, schreibe ich Geschichten und ich habe eine positive Einstellung im Leben. Du musst einfach mal langsam mit der Kamera rumgehen. Hörst du den Vogel? Der ist direkt hinter dir. Dreht er sich weg. In dem Zweig, der weiter oben sitzt. Ja, schade. Er saß die ganze Zeit da und hat uns zugeguckt und hat geflötet. Das
Der sah aus wie so ein Kanarienvogel. Dieser Bus macht ganz merkwürdige Sachen. Aber heute zum Beispiel leuchtete wieder das große Stoppschild auf. Dann habe ich irgendwie so ein Geräusch und dann sehe ich, ich muss sofort anhalten. Am Anfang habe ich gedacht, das macht mich bekloppt. In der Zwischenzeit fahre ich dann einfach weiter, weil das irgendwie so ein Fehlalarm ist, den dieser Bus hat. Aber sowas nervt mich schon. Wenn irgendwas wäre mit dem Bus und ich nicht fahren kann, bleibe ich halt stehen. Also es gibt immer die Frage, hast du einen Plan B? Ne? Hm. So, der Plan A ist, ich lebe im VW-Bus und bin unterwegs. Den Plan B, habe ich immer gesagt, den gibt es nicht. In der Zwischenzeit denke ich, es gibt einen Plan B. Der heißt, würde einer von uns dreien, also der blaue Bus, die Hilde oder ich, nicht mehr reisefähig sein, aus welchen Gründen auch immer, dann würde es die Spaziergänge nicht mehr geben. Hm. Also dann würde ich aufhören. Ne? Also würde Hilde sterben, würde ich weiter mit dem Bus fahren, aber ich würde auch nicht mehr schreiben. Würde ich sterben, würde ich krank werden, ja klar, dann gibt es das auch nicht mehr. Würde der blaue Bus nicht mehr existieren, würde der also nicht mehr repariert werden können. Wir haben hier 607.000 Kilometer mit dem ersten Motor. Der Bus ist 17 Jahre alt und Alex hat letztens gesagt, wir machen die Millionen voll. Also wenn ich so weiterfahre wie bisher, müsste ich mindestens 80 werden. Dann, wenn es den Bus nicht geben würde, würde ich aufhören zu reisen. Also ich würde mir kein anderes Auto kaufen. Das war immer mein Traum, als ich diese Möglichkeit gehabt habe, vor 17 Jahren diesen Bus zu kaufen. War das immer mein Traum, ich will mit dem Bus einmal richtig reisen und das machen wir jetzt und würde es den Bus nicht mehr geben, dann würde ich mir kein neues Fahrzeug kaufen. Hm. Ich würde mein Zimmer nehmen und ich würde mir ein kleines Auto kaufen, mit dem ich mal ein bisschen hin und her fahren kann oder vielleicht auch mal länger. Aber nicht mehr reisen in dem Sinne. Es gibt witzigerweise einen Plan C, den gab es schon immer. Und der Plan C war ein Konstrukt von meinem Sohn, der vor 3 Jahren mit mir mal 7 Wochen lang durch Skandinavien gereist ist. Und die haben so als Spaß sich dann so abends ausgemalt, ich bin alt und schwach, Pflegefall und lebe auf dem Gelände eines Altenheimes im blauen Bus. Das habe ich so aufgenommen. Ich habe 2 Freunde, die haben tatsächlich private Altenheime und mit denen habe ich das besprochen und habe gesagt, hier würdet ihr es machen. Und die haben gesagt, selbstverständlich, du kannst zwischen Ziegen und Schafen auf unserem Gelände wohnen. Und das ist der Plan C. Also würde es nicht mehr gehen, weil ich Pflegefall würde oder aus anderen Gründen nicht mehr fahren könnte, dann würde ich sowas machen, weil dann, das fände ich schon cool. Mein Sohn hat mir die Hilde geschenkt. Er wollte, dass die Hilde mich beschützt. Weil, wenn wir angeln gefahren sind, ich immer eine halbe Flasche Wein trinken musste, damit ich am See einschlafen konnte, weil ich immer so viel Angst habe davor, dass mir was passiert. Ich möchte, das ist, glaube ich, altersbedingt, weil das habe ich schon öfter mit Leuten besprochen, die auch älter sind, so 50 und drüber sind, die auch sagen, genau die gleiche Situation empfinden sie auch. Es wäre schön, wenn da jemand wäre, den ich fragen könnte. Man wacht auf und kann vielleicht nicht gut laufen oder man fühlt sich krank oder so. Diese Sicherheit, diese scheinbare Sicherheit, die brauche ich. Wo andere Leute stehen, da suche ich immer vorher gerne den Augenkontakt oder sag mal guten Abend. Ich bin ein ausgesprochen kommunikativer Mensch. Dann habe ich einfach ein sichereres Gefühl. Das ist natürlich alles Quatsch, das weiß ich auch. Mir ist schon klar, dass Angst im Kopf abläuft. Wenn ich dann innen drin zumache, dann ist das ein für mich geschlossener Raum. Dann ist egal, was da draußen passiert. Mit diesem Schlafapnoe-Gerät, das setze ich dann auf meine Nase, wenn ich schlafe. So ein Wusch und das macht so ein rauschendes Geräusch. Mhm. Und dann hast du einfach so ein Rauschen im Raum und du hörst, also ich höre dann die Außengeräusche nicht mehr so sehr. Ich habe 30 Jahre als rechtlicher Betreuer gearbeitet mit hochgradig psychisch kranken, schizophrenen Menschen, mit aggressiven Leuten und das hat mir nie Angst gemacht. Mich kontaktieren immer mal Leute, die von mir lesen, die von mir gehört haben, die Sehnsucht haben, auf Reisen zu gehen, die gerne mit mir reden wollen, weil sie nicht wissen, was sie genau machen sollen. Es gibt Leute, da kannst du sagen, Mensch, dann setz dich doch ein, fahr los. Ne? Wenn du einen Eindruck hast von dem und den Eindruck hast, dass das passt, dann kann man das auch sagen. Ich habe oft erlebt, dass Menschen ganz andere Vorstellungen vom Reisen haben. Dass es ihnen ganz oft darum geht, Ruhe zu haben. Ruhe vor dem Ehemann, der Ehefrau,
vor dem bürgerlichen Leben oder den Erwartungen anderer Menschen. Und wenn du das dann so ein bisschen hinterfragst, dann merkst du im Grunde, da ist nicht gar nicht so diese Sehnsucht. Da ist nicht so eine Sehnsucht da, wirklich loszufahren und draußen zu leben, sondern sind andere Wünsche da, die aber mit der anderen Welt parallel laufen, ne? Und ich würde nie irgendjemand sagen, fahr einfach los, ne? Ich rede da gerne mit den Leuten drüber und gucke, wie ich jemand unterstützen kann und jemand motivieren kann auch. Einer der größten Missverständnisse ist das Thema mit der Freiheit. Freedom is another word for nothing left to lose. Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, dann kann man sich schon relativ frei bewegen oder frei fühlen. Freiheit als die Möglichkeit, einfach so losgelöst aus einer Gesellschaft heraus zu leben, das empfinde ich so nicht. Ich kenne Leute, die auf Weltreise im Import waren und die gesagt haben, sie haben jeden Tag viel zu tun gehabt. Mhm. Das ist nicht. Natürlich haben sie auch mal auf Deck gelegen in der Flaute und haben sich bräunen lassen, aber eigentlich haben sie ständig was zu tun und ständig geht ja auch was kaputt. Das ist im Bus ja, glaube ich, eigentlich nicht anders. Ne? Mhm. Du musst dich versorgen, du musst das Ding sauber machen. Ich muss mit meinem Hund rausgehen, das ist dreimal am Tag. Ich muss dafür sorgen, dass wir zu essen haben. Das heißt, du bist nicht wirklich frei dadurch? Naja, ist immer die Frage, was ist wirklich frei? Ich kann schon sehr für mich relativ eigenständig entscheiden, was ich will. Aber ich muss tanken. Mhm. Ne? Also, unter Freiheit würde ich mir mehr verstehen. Unter Freiheit würde ich mir verstehen, dass ich nicht mehr in, also ich lebe immer noch weiterhin in gesellschaftlichen Zwängen, die existieren. Ich habe natürlich den immensen Vorteil, dass ich eine Rente habe. Aber das Wort Freiheit, was ist das? Aber so ein großer Anteil Freiheit ist ja vielleicht auch, du hast mir erzählt, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest vor der Kamera, du hast dich ausgeklinkt aus dem System, ne? Du hast dich abgemeldet. Genau, bei der Freundin, mit der ich zusammen war, war ich bis März dieses Jahres auch tatsächlich melderechtlich angemeldet. Immer mit diesem Gefühl, das ist ja nicht richtig, ich habe da ja nicht gewohnt, ich hab da ja nicht mal übernachten können oder so. Ich war da lediglich melderechtlich angemeldet, weil es einfacher war, auch weil ich das Buch dann rausgegeben habe und das Finanzamt eine Adresse haben wollte. Und ich habe aber schon immer überlegt, dass es konsequent wäre, wenn ich mich abmelden würde. Das habe ich dann im März jetzt getan. Ich bin nicht mehr, ich habe eine postalische Adresse bei meiner Tochter, wo meine Briefe hingehen, aber ich habe keine melderechtliche Adresse mehr. Ich bin ohne festen Wohnsitz. Und das ist schon ein Gefühl, das mich ein bisschen gelöst hat. Das ist ein konsequenter Schritt aus dem System heraus. Da habe ich auch Lust, mich zu streiten. Das würde ich gerne ausprobieren. Ich denke, dass man das nicht einfach so hinnehmen kann. Also ich verstoße ja gegen das Meldegesetz, wenn ich eine Meldeadresse habe, bei der ich nicht lebe. Also müsste es für das Finanzamt eine Möglichkeit geben, als Kleinunternehmer auch ohne Adresse zu leben. Und das würde ich gerne ausprobieren. Ich wünsche dir eine gute Reise. Dann danke ich dir.